Servus Freunde, heute für euch ein ganz kurzes Video. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß. Ja, es sind mal wieder einige Fragen zusammengekommen auf YouTube und auf Instagram, wo ich euch gefragt habe, ob ihr eine Frage habt an uns, beziehungsweise an mich. Und auf Instagram sind echt einige Fragen zusammengekommen. Finde ich echt voll cool, dass ihr so viele Fragen habt. Und deswegen wird es auch Zeit für das Video jetzt hier. Und wir fangen jetzt direkt an mit der ersten Frage von Max. Der will wissen, ob wir mal vorhaben, nach Whistler zu fliegen. Und da kann ich natürlich nur sagen, ja. Also ich denke, da will mal jeder hin, weil es einfach echt ein Bombenpark ist. Und allgemein in Kanada gibt es ja tausende Parks. Okay, tausend sind es vielleicht nicht. Aber tausende Strecken auf jeden Fall. Und das ist auf jeden Fall ein großes Ziel, aber ein sehr teures Ziel. Deswegen wird es erstmal nichts, aber das wird auf jeden Fall auch noch irgendwann kommen. Wie viel hat dein Bike gekostet und was sind für Parts verbaut und würdest du es wieder verkaufen? Das Bike hat mich damals hat gekostet 3.200, aber ich habe es für 2.800 bekommen. Ich habe dafür 10 Monate lang gespart, wo ich mein freiwilliges soziales Jahr gemacht habe. Und habe mir das dann gekauft, habe mein altes Bergamont verkauft mit Dämpfer und habe fast alle alten Parts an diesem neuen Nolli jetzt dran. Aber habe noch eine neue Gabel eingebaut, die Mazzocchi. Aber ansonsten, wenn ihr noch mehr Fragen zu den Parts habt, ich verlinke euch mal hier oben ein Video. Da ist das ganze Bike nochmal zu sehen, habe extra abgefilmt, so einen kleinen Kurzfilm draus gemacht. Und auch in der Beschreibung ist eine Partliste mit allen Parts, die am Bike dran sind. Und ob ich es wieder verkaufen würde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht ohne Grund so lange drauf gespart, weil ich schon seitdem ich ungefähr ein Jahr Downhill gefahren bin, habe ich das in den ersten Videos entdeckt, das Fahrrad, und habe mich seitdem echt in das Fahrrad verliebt. Deswegen kann ich mir echt schwer vorstellen, das Rad zu verkaufen. Ich kann mittlerweile nicht sagen, ob es das beste Bike für mich ist. Ich kann mir vorstellen, es gibt noch ein Bike, was mir vielleicht sogar besser liegt. Aber vom Aussehen her ist es auf jeden Fall mein Lieblingsrad. Deswegen wird es für mich schwer, das zu verkaufen. Eher würde ich mir noch ein zweites dazu kaufen. Ein Enduro zum Beispiel. Habe ich schon immer mal Bock drauf gehabt. Also ich kann nicht alle Fragen vorlesen. Sorry, es wird sonst echt wieder zu langes Video. Und manche Fragen kamen auch schon in anderen Fragenvideos vor. Deswegen will ich die Fragen doppelt beantworten. Was ist dein Lieblingstrail? In welchem Park? Das kann ich gleich noch verbinden mit der anderen Frage, die hier kam. Und zwar, was ist mein Lieblingsbikepark? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt schon mittlerweile echt auf einigen Strecken unterwegs und mir gefällt doch Winterberg am besten bis jetzt. Einfach weil dort die Stadt ist einfach schön, die Trails sind schön, der Lift ist der absolute Hammer. Man ist echt schneller oben als unten, habe ich das Gefühl. Und also seitdem wir den neuen Lift dort haben, ist das für mich echt so ein Mini-Kanada, aber nicht im Sinne von den Strecken her, weil Kanada ist natürlich dagegen, also ist Winterberg natürlich ein Witz dagegen, was es in Kanada so gibt, aber einfach, die haben es einfach kapiert halt, wie es funktioniert, die haben einfach einen geilen Lift da stehen, haben geile Strecken, mit diesem Liftsystem, mit den Karten, das funktioniert alles einwandfrei, deswegen, Winterberg ist für mich im Moment echt mein Favorite, weil einfach das auch schon, das ist so einer der modernsten Bikeparks halt in Deutschland, deswegen ist, oder sogar in Europa. Und auch mit Dirtmasters und dem ganzen Kram, der dazugehört, also ist für mich Winterberg eigentlich echt mein Lieblingsbikepark. Meine Lieblingsstrecke, ja, es gibt mehrere Strecken, die ich mag, kann ich jetzt nicht genau beantworten. Ich finde mein Hometrail zum Beispiel auch ganz cool, deswegen schwierige Frage. Kann ich nicht genau beantworten, aber mein Lieblingsbikepark ist auf jeden Fall im Moment Winterberg, ganz, ganz klar. Dort hat auch jeder Schwierigkeitsgrad, hat da seinen Spaß. Angenommen, ich gehe jetzt hier mit einem Anfänger hin, dann kann der trotzdem Spaß haben mit mir auf derselben Strecke, auch wenn ich dreimal schneller unten bin. Macht es trotzdem jedem Spaß auf der Strecke. Das finde ich auch gut im Winterberg gelöst, dass jeder Spaß hat in dem Park. Vom Anfänger bis Profi. Ich will mir einen neuen Dämpfer kaufen für mein Enduro. Vivid Air oder der normale Vivid? Da es für Enduro ist, ist es, denke ich, relativ einfach zu beantworten. Würde ich direkt den Vivid Air nehmen, weil er natürlich viel leichter ist als der normale Vivid. Und ansonsten war das der Dämpfer, wo der immer so Probleme gemacht hat. Der hat mir immer so Geschichten, dass da irgendwas mit der Luft nicht stimmt. Aber der soll auf jeden Fall saugut sein, der Vivid Air, habe ich gehört. Ich habe noch nie gefahren leider, aber der soll saugut sein. Also der soll auch besser als der normale sein.
Wann seid ihr mal wieder in Winterberg? Wie gesagt, ab morgen, Sonntag, falls Video heute online kommt, sind wir schon dort. Also falls Video am Sonntag online kommt, sind wir schon dort. Bis Montag sind wir 2 Tage dort vor Ort. Wie kommst du mit dem Troy Lee Protektoren-Shirt zurecht? Wahrscheinlich meinst du das aus dem Frammersbach-Video. Das ist so gut. Ich habe mir das gekauft, weil man das beim Rennen, das Rennen eine Pflichtsache ist. Ob das so gut schützt, weiß ich nicht, aber es ist sau leicht zu tragen. Mega bequem, stört mich eigentlich kaum. Und für den Sommer auch sehr gut geeignet. Deswegen komme ich damit sehr gut zurecht. Ob es so gut schützt im Sturzfall, ich bin noch nicht damit hingeflogen, kann ich dir nicht sagen. Aber vom Komfort her ist es mega. Stehen bei dir, bei euch dieses Jahr noch Rennen an? Kann ich nicht genau sagen, ob ich da nochmal Lust drauf habe, weil es wie gesagt auch mit ziemlich viel Stress verbunden ist. Früh aufstehen, pünktlich am Start sein, pünktlich im Ziel sein. Und ja, deswegen noch nicht ganz sicher. Wo kaufst du meistens deine Ausrüstung? Schützer, Handschuhe und so weiter. Da bin ich eigentlich in letzter Zeit oft auf Chain Reaction Cycles unterwegs. Was heißt in letzter Zeit? Ich bin eigentlich schon immer unterwegs. In letzter Zeit kaufe ich eh nicht so viel Bike-Kram, wie gesagt. Wir kaufen mehr Kamerazeug in letzter Zeit. Biken ist bei uns ein bisschen eingestaubt, leider. Aber Chain Reaction Cycle kann ich jedem empfehlen. Die haben wirklich alles. Das ist der größte, das ist glaube ich der weltweit größte Mountainbike-Online-Shop zurzeit. Das kann ich ja gleich noch mit der anderen Frage verbinden, die ich hier bekommen habe. Die Frage habe ich zwar schon 1000 Mal beantwortet, aber einer will wissen, wo ich den Fox-Pulli her habe in dem Dirt Masters Video, wo ich den Martin Sidestrom interviewt habe. Der ist zum Beispiel auch von Chain Reaction Cycles. Dann gibt es noch eine Frage: Macht ihr mal ein Giveaway, also ein Gewinnspiel? Haben wir schon einige gemacht auf Facebook. Am besten ihr folgt uns immer auf Facebook. Da kommen die ganzen Gewinnspiele, werden da meistens rausgehauen. Ich kann mir auch vorstellen, dass mal eins auf Instagram oder auf YouTube kommt. Aber da kommen eigentlich die meisten Gewinnspiele. Und dieses Jahr kommt auf jeden Fall auch noch 1 bis 2 Gewinnspiele auf Facebook. Da könnt ihr auch auf jeden Fall mitmachen. Wir müssen nur noch schauen, wie wir das sponsorentechnisch geregelt bekommen. Dann noch vielleicht eine letzte Frage. Es wollten immer noch ein paar Leute wissen, was für eine Platzierung ich hatte in Frammersbach beim Rennen. Ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt jetzt, aber in jedem Video, zum Beispiel jetzt bei dem Frammersbach-Video, wo ihr jetzt die Platzierung wissen wolltet, ist ja unten noch die Beschreibung drin und ein Bericht zum Rennen. Das heißt, ihr könnt da reinschauen und da steht meine Platzierung, wie die Temperatur war und so weiter und so fort. Also ein Bericht vom Rennen. Ja, ich mache jetzt hier mal einen Cut, damit das Video nicht zu lange wird. Ihr könnt euch schon mal auf das nächste Frage-Video freuen. Da werden dann die nächsten Fragen von euch beantwortet, auch die vielleicht bis jetzt noch nicht beantwortet wurden. Ansonsten, wie schon 1000 Mal erwähnt, weil es eure Frage nicht dabei ist, wurde sie wahrscheinlich schon beantwortet. Oder sie kommt im nächsten Video. Das war das letzte Eure-Fragen-Video. Nur, dass ihr Bescheid wisst, weil dieses Eure-Fragen, das ist jetzt Eure-Fragen Teil 3 zum Beispiel, das Video hier, das, wenn man das in YouTube jetzt anschaut, wenn man jetzt in YouTube ist und dann eure Fragen sind, das ist zwar für euch als Abonnenten, die uns schon kennen, unseren Kanal, ist immer cool, weil ihr wisst, oh, jetzt kommt Part 3. Aber angenommen, ich habe jetzt 20 Videos von Eure-Fragen oben, dann ist es ja irgendwann, gibt es da keinen Überblick mehr. Deswegen werde ich ab jetzt in den YouTube-Titel schreiben, irgendeine Frage, die mir besonders gut gefallen hat oder so. Es wird jetzt immer oben im YouTube-Titel, wird jetzt oben drin stehen, irgendeine Frage von euch. Zum Beispiel, jetzt hat einer gefragt hier, was ist mein Lieblingspark? Dann wird jetzt beim nächsten Video, wird dann oben stehen, was ist mein Lieblingspark oder was ist euer Lieblingspark? So könnt ihr dann, falls ihr euch mal wieder in einem Jahr zurückerinnern wollt, was hat denn der nochmal da für eine Meinung zugehabt zu dem und dem Thema? Dann wisst ihr, das hieß so und so und nicht eure Fragen Teil 23,5. Also so als Hilfe für euch und für andere, die den Kanal noch nicht kennen, die können natürlich dann damit auch mehr anfangen als mit eure Fragen. Eure Fragen kann ja theoretisch von jedem Kanal kommen. Genau, und vielleicht sieht man ja noch jemanden im Winterberg am Sonntag bzw. am Montag. Und ja, ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Haut rein. I will fly.